den Hochschultag veranstaltet der Baumeister zusammen mit der BAKA seit 6 Jahren. Es ist eine Kooperation, in der wir mit Hochschulen zusammenarbeiten, in der wir jeweils in Form eines Wettbewerbes spannende Projekte aus den Hochschulen auf der Messe Bau präsentieren wollen und auch am Ende bewerten wollen. Da oben 8, 9, 8, 9, 10. Ich glaube, diese Wettbewerbe haben wirklich eine große Bedeutung für die Studierenden, denn sie können sich dann ganz anders einordnen. Sie haben nicht immer nur das Feedback ihrer unmittelbaren Lehrenden und das Feedback der Hochschule, die auch bestimmte Ausrichtungen hat, sondern können ihre eigene Arbeit, ihre eigenen Gedanken in den Kontext der Universitäts- und Hochschullandschaft in ganz Deutschland einordnen. Und das ist, glaube ich, eine sehr intensive Lernerfahrung. Also ich bin von der Hochschule für Technik in Stuttgart und wir sind keine Architekten, sondern wir sind das Team Klima Engineering. Das heißt, wir haben vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz. Wir tun nämlich ein Gebäude nicht nur von der architektonischen Seite betrachten, sondern eigentlich hauptsächlich von der energetischen. Wir wollen von und miteinander lernen. Wir wollen einfach einen Treffpunkt in der Stadt schaffen, wo die Gesellschaft wieder zusammenkommt. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man ein Semester so gekämpft, gelitten, entworfen hat und dann muss man in 15 Minuten, das ist sehr schwierig verständlich, das ist ja auch für uns als Profis immer schwierig, dann das kompakt und überzeugend darlegen muss. Und ich finde das eine super Übung, unabhängig davon, wie das jetzt ausgeht. Und jetzt auch zum Abschluss nochmal alle hierher reisen. Ich finde das gut. Es ist eine tolle Erfahrung, mal an so einem Wettbewerb teilgenommen zu haben, vor allen Dingen, weil man das später auch im Beruf macht. Und es ist auch toll, die Bandbreite zu sehen, die hier heute gezeigt wurde. Also wie vielfältig die Projekte sind und wie vielfältig auch die Schwerpunktsetzungen waren. Die Ausbildung von Architekten ist ja dreifach: Studium, Anleitung in einem Architekturbüro und dann eine lebenslange Fortbildungsverpflichtung. Wichtig ist, dass diese Phasen gut ineinander greifen, das heißt, dass Studierende recht frühzeitig über den echten Bauablauf Erfahrung sammeln. Da macht natürlich ein Hochschultag am Rande einer Messe sehr viel Sinn, weil die Studierenden relativ einfach neben ihrem Studium sich mal einen Tag Zeit nehmen können, um halt ihre Projekte vorzustellen, Ideen vorzustellen und so einen Praxischeck zu machen. Die Studierenden arbeiten an einem Projekt über das Semester und das ist natürlich ein Stressfaktor. Aber der Konflikt ist eben auch Mittel, Zweck und Ziel eigentlich unseres Studios. Also sowohl inhaltlich wie auch gesellschaftlich, sozial, weil man muss erst lernen, in einer großen Gruppe zusammenzuarbeiten, sich über Argumente einzubringen, diese Argumente aufzubauen, weil im Büro später gibt es ja eine Hierarchie. Ich bin dann die Chefin und irgendwann sage ich, so machen wir es jetzt. Und dann ist es einfach so, aber das funktioniert ja im Studio dann nicht. Das heißt, sie müssen sich untergleichen halt verständigen. Überrascht hat mich eigentlich die Qualität der Projekte. Die sind ja jetzt sehr umfangreich und sehr unterschiedlich gewesen. Und trotzdem sieht man den Gedankengang an den Arbeiten schon, dass die sich wirklich Gedanken machen, wie man das insgesamt global bearbeitet. Musik